Ahoi Leute und herzlich willkommen. Spricht man über den C64 und damit zusammenhängend über Musik aus deutschen Landen, fällt unweigerlich ein Name und das ist Chris Hülsbeck. Aber Chris Hülsbeck soll hier nicht Thema dieses Videos sein und ich möchte auch keinesfalls an seinem Thron als Godfather of German C64 Sounds sägen, denn der gute Herr Hülsbeck ist natürlich Kult und hat uns unzählige Klassiker in die Gehörgänge geprügelt. Aber im Gegensatz zu der Person, um die es in diesem Video gehen soll, hat Herr Hülsbeck natürlich entsprechende Anerkennung und weltweiten Ruhm erlangt. Im Falle von Markus Siebold sieht das allerdings etwas anders aus. Markus Siebold wurde am 27. Juni 1969 in Hildesheim geboren und der Legende nach bzw. seinem Kommentar unter meinem Mein Ranking à la Manfred Trenz C64 Games Videos nach zu urteilen, residiert er dort auch heute noch. Siebold hatte relativ schnell eingesehen, dass es als Programmierer oder Grafiker in der stetig wachsenden C64 Cracker und Demoszene schwierig sein würde, Fuß zu fassen und begann schon früh eigene Stücke auf dem C64 zu komponieren. Erste Bekanntheit in besagten Szenekreisen erlangte er für seine Beiträge an den Veröffentlichungen der Demo-Gruppe Plasma, kurz PLS oder auch Plasma 2054, für die er neben dem anfänglich erwähnten Chris Hülsbeck unter den Pseudonymen Ranger und Vogue teils für die musikalische Untermalung verantwortlich war. Erstes offizielles Ausrufezeichen war dann der 1990er Release Digital Tangram von Thomas Verbeek auf dem C64. Ein simpler geometrischer Knobler, der von Siebold schon ein paar ordentliche Banger unter die Haube geschraubt bekommen hat. Auch wenn er hier namentlich nicht explizit erwähnt wird, sondern unter dem Pseudonym Sons of Sound Erwähnung findet. Hier konnte man schon erahnen, was der gute Herr auf dem Kasten hat, beziehungsweise aus dem Kasten rauszuholen imstande sein sollte. Eines seiner Plasma-Demos erreichte dann über irgendwelche Umwege auch die Aufmerksamkeit von keinem geringeren als Manfred Trenz, The Master. Coder-Legende, Spiele-Erfinder-Gott und seines Zeichens Schöpfer eines der besten, bekanntesten und bockschwierigsten Videospiels aller Zeiten, Turrican. Leider konnte ich nicht recherchieren, welches Demo das genau war, sodass wir hier exemplarisch Vorlieb nehmen müssen mit dem 89er Release A Trip into the World of Bits and Bytes. Das Teil lief bei mir über mehrere Stunden rauf und runter. Ich kann euch nur empfehlen, gebt euch das in voller Länge. Trenz holte Siebold dann um 1991 nach Düsseldorf, wo er mit diesem am Nachfolger zu Turrican arbeiten sollte. Diese Zusammenarbeit mit Manfred Trenz, The Master, wurde nichts anderes als legendär und es entstand wohl das Produkt, wenn man es denn so nennen mag, ich würde eher sagen Meisterwerk, Meilenstein, Geniestreich, für das Markus Siebold den meisten C64 Filiex in Erinnerung bleiben sollte. Turrican 2 The Final Fight. Von den Factor 5 Leuten entwickelt und von der Gütersloher Spieleschmiede Rainbow Arts veröffentlicht, wissen wir, dass der Fight nicht allzu final war, da noch weitere Turrican Teile und Ports erscheinen sollten, allerdings ohne Sieboldsche Beteiligung. Unvergessen und mit Ohrwurmcharakter der Marke für die Ewigkeit ins Gehirn gemeißelt ausgestattet, trug sich Siebold schon mit einem Frühwerk in die Hall of Fame der deutschen Sittmagier ein. Wobei die sogenannte Ending Theme Siebolds persönlicher Favorit sein soll. Alles schien so, als ob auf Siebold zukünftige große Heldentaten warten würden. Ähnlich eines Chris Hülsbeck, der ja später weltweite Bekanntheit erlangte und sogar ganze Konzertsäle mit seinen Anthology und Symphonic Shades Alben füllen sollte. Ganz so kam es allerdings nicht.
Siebold komponierte zwar noch 1992 das meiner Meinung nach beste Werk seines, ich nenne es mal, spielerischen Schaffens, erneut unter der Ägide von Manfred Trenz, The Master. Entstand Enforcer Full Metal Mega Blaster. Und ich kann mich nur wiederholen, was für ein geiler Name für ein Shoot'em Up, das in die großen Fußstapfen von Trenz'schem Zweit-Franchise Denaris respektive Katakis treten sollte. Große Popularität wurde dem Titel zwar nicht zuteil, da er nur in Anführungszeichen im Golden Disc 64 Magazin erschien und somit ausschließlich Besitzern der Ausgabe 0692 offiziell zugänglich war. Ein horizontal scrollender Raumschiff-Shooter für eisenharte Joystick-Akrobaten aus der Hölle. Heftig, schnell, ultra hektisch und brutalst schwierig. Veredelt mit einem zeitlosen, treibenden Soundtrack aus dem Hause Siebold. Das Ding ist Balsam für geschundene Metallerohren. »1993 vertonte er noch Orion oder Orion, ein spaßiges, stets komplexer werdendes Denk- und Knobelspiel mit Brutalo Zeitlimit, das über den CP-Verlag auf dem Diskettenmagazin Magic Disc 64 Ausgabe 0693 veröffentlicht wurde. Die Optik ist reduziert, weiß aber zu gefallen und Siebold macht das, was er am besten kann, treibende Melodien der Güteklasse A in unsere Gehörgänge zu schrauben.« Laut eines Interviews mit Remix64.com aus dem Jahre 2001 sagte Siebold zwar von sich, dass er nach Enforcer Full Metal Mega Blaster mit der C64-Programmierung abgeschlossen habe. Kurioserweise folgte aber laut Wiki-Eintrag noch das 1995er Viz Logic Game Colonial Trader, für das er neben Lars Hutzelmann, besser bekannt als The Blue Ninja, die Musik zur sogenannten Endsequenz beigesteuert hat. Ein kruder Mix aus Shoot'em Up und Wirtschaftssimulation, ähnlich eines Elites, das ebenfalls im Golden Disc 64 Magazin, allerdings erst in Ausgabe 0296 erschien. Hier verliert sich dann auch langsam seine Spur in den Weiten der C64-Annalen. Seine Teilnahme, laut C64-Wiki-Eintrag, an den Spielen Spectipede und dem 1990er Tank, das ebenfalls auf einer Magic Disc 64 erschien, und zwar in Ausgabe 1290, konnte ich mittels Internet und Spielen der ROMs allerdings nicht verifizieren. Beziehungsweise in Spectipede ist eh kaum Sound vorhanden, sieht mir auch eher nach einem englischen Release aus und Tank habe ich einfach nicht zum Laufen gekriegt. Später war er noch für das in Frechen, Nordrhein-Westfalen ansässige Unternehmen Visual Imagination Software tätig, für das er Musik für nachweislich drei PC-Spiele kreierte, Firefighters 2014, The Simulation Game und Flughafen Feuerwehr Simulator. Die klingen schon vom Titel her so, als ob sie mich nicht interessieren würden und sehen aus heutiger Sicht auch ziemlich bescheiden aus, sagt einer, der immer noch C64 zockt. Die Soundtracks zu den Games findet ihr in voller Länge auf YouTube im Kanal von VES Games. Anspieltipps meinerseits: beim Flughafen Feuerwehrsimulator wäre der Track In-Game Alert und bei Firefighters 2014 der Track Alert One ein fast schon synthwaviges Darkwave Masterpiece.
Ganz anders liegen die Dinge allerdings aus spielerischer Sicht bei Pineview Drive, einem Haunted House Survival Horror Adventure Game, das super dunkel daherkommt und ich fast gar nichts erkannt habe. Trotz Helligkeitsregler auf Anschlag. Hinzu kommt noch, dass man die vertikale Kamera nicht invertieren kann, was das Spiel für mich unspielbar macht. Unterm Strich kommt das Game aber durchaus atmosphärisch daher und hat von Meister Siebold einen mystischen Qualitäts-Synthie-Horror-Track der ersten Qualitätsstufe mit dem Titel The Swarm spendiert bekommen. Ich habe es mir jetzt trotz schlechter Kritiken für einen schmalen Taler bei eBay gezogen, um euch ein bisschen Footage zu kredenzen. Für den nordamerikanischen Entwickler App2Fun schmiedete er dann noch Sounds für den 2014er Release Warehouse and Logistics Simulator zusammen. Den vollen Soundtrack konnte ich aber nicht auftreiben. Was aber auf jeden Fall witzig ist, dass es für diesen stumpfen Gabelstapler-Simulator ein Zombie-DLC namens Hell's Warehouse gibt. Köstlich. Letztes Schaffenszeichen in der Welt des Gamings war dann 2017 sein Soundtrack zum längst verloren geglaubten Nachfolger zu Katakis, Katakis 2. Katakis 2 wurde ja offiziell als solches nie veröffentlicht und auch von mir fälschlicherweise in meinem Trends-Video für tot erklärt. Dem ist allerdings nicht so. Katakis 2 fand noch unter dem Titel Crush seinen Weg auf den PC und als Space Blaze auf Nintendo Switch und PlayStation 4. Natürlich sofort nachgekauft. Der 11 Tracks umfassende Soundtrack zeigt, dass Siebold es immer noch drauf hat, treibende, pulsierende Songs für Videogames zu komponieren. Alles natürlich in neuerem Gewand, jenseits alter Sitzchips, eher technoid, aber hört's euch selber an, ich habe von diesem ganzen Elektro-Genre-Krams keine Ahnung. Ich kann's halt nur gut finden. Ein Großteil seiner Releases inklusive des Crush bzw. Space Blaze Soundtracks und dem Pineview Drive Killer Song The Swarm ist über Bandcamp erhältlich. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Was der gute Herr jetzt auch immer treiben mag, ich wünsche ihm alles Gute dabei und bedanke mich recht herzlich für unvergessene Melodien, die immer noch in meinem Köpfchen klingeln. So, das musste einfach mal sein. Ich wollte dem guten Herrn Siebold einfach mal Tribut zollen. Der hat feine Sachen gemacht und ich hoffe, ich konnte ihn ein bisschen aus dem Schatten vom großen Chris Hülsbeck herausziehen, wieder in die Erinnerung rücken. Der Mann hat wirklich gute Dinger gemacht. So, und um dem Herrn Siebold gerecht zu werden, gibt es heute mal ein Bierchen in einer etwas größeren Einheit. Ein Liter Faxe, wie schimpft es sich? Quality Extra Strong Bier, 10%. Naja, meine Güte, also verdient haben wir uns das. Das gibt es jetzt. Gesponsert hat mir das mein guter Buddy Mark the Man. Also auf euch, auf Herrn Siebold, auf Mark the Man. Ein Faxe, 10%. Keine Ahnung, wie es sich genau schimpft. Sämtliche Links zu Herrn Siebold gibt es natürlich noch in meiner Videobeschreibung. Bandcamp, Website, whatever. Klickt da gerne mal drauf, guckt da gerne mal vorbei. Und ich verabschiede mich mit meinem Enforcer Lieblingstrack Stage 3. Reingehauen.